Moin meine Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir gehen jetzt ein Guildmate von mir 210 von, denn er geht morgen nach Teutonia und ich wollte mir da so ein paar Sachen holen, die ich dann hier bonieren kann. Und da mal schauen, ob wir was Günstiges finden. Da bin ich gespannt, deswegen geben wir ihn das Ganze einfach mal mit und schauen, was wir dann morgen dort so finden werden. Dann hier, zack, ich habe schon abgeklickt, ob er es ist, also passt das Ganze. Und dann gucken wir mal morgen, was wir so finden werden. Ich mache das Ganze jetzt nur, weil ein Gildenkollege seinen Bogen auf 15 geupt hat mit ein paar magischen Steinen. Sonst würde ich das hier nicht tun. Ich bin gerade nur ein bisschen mad, weil sein Bogen so schnell hochging und meiner nicht. Deswegen muss ich jetzt diesen Exit-Try machen, damit ich mit schlechter Laune aus diesem Tag rausgehen kann, weil ich einfach kein Glück habe. Deswegen uppen wir das Ding jetzt. Vielleicht habe ich bessere Laune, vielleicht habe ich schlechtere. Er ist schon mal Exit, das ist schon mal ein schönes Gefühl, muss ich tatsächlich sagen. Ach, bitte lass es einfach ein guter sein. Bitte, 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 bitte. Er hat einfach nur Widerstand TPS, komplett Schmutz. Hätte er wenigstens Widerstand Crit haben können, hätte ich ihn für irgendwelche Hydra-Farben verkaufen können, aber das ist Schmutz. Wir befinden uns nun auf Teutonia und hier kriegen wir dann die 220 Evon wieder und damit suchen wir jetzt erstmal den Markt durch. Und tatsächlich habe ich mich schon entschieden, was ich machen werde, und zwar werde ich hier den ganzen Schlangenschatz auf dem Markt kaufen für gerade mal 20 Evon, also das ist der halbe Preis wie bei Germania auf dem Server. Deswegen nehme ich hier erstmal alles geschmeidig mit für alles Evon, was ich habe oder machen kann, besser gesagt. Und dann werden wir den Markt damit auf Germania mal ein bisschen füllen. Yay, goldverzierte Schuhe haben geklappt. Mal schauen, welcher Boni drin ist. 40 AW, holy fuck, okay, das ist nice, sehr geile Sache, wenn der erste Boni direkt mal 40 AW ist. Damit haben wir schon auf jeden Fall Profit gemacht mit den Teilen. Jetzt haben wir wieder ein erfolgreiches Titani. Wir haben Angriffsschaden von Boss minus 2%. Das ist leider Gottes Crap. Wieder ein Titani und dieses Titani hat 2 Blut. Naja, mal eine HTK hat geklappt. Da bin ich gespannt drauf. Wir haben 1% stark gegen Medinsteine. Naja, gut. Geht auf jeden Fall schlechter. Immerhin etwas. Wieder ein Titanschild erfolgreich. Das hier hat 4 Teile hinzugefügter Boni plus 8%. Das heißt, das Schild ist hier fertig und dann geben wir hier was Neues ab. 2 Titanis hintereinander geklappt. Mal schauen, was das hier hat. 4 Gift. Okay, das Titani ist auch wieder fertig mit 7 Boni. Sehr nice. Dann geben wir hier mal wieder was Neues ab. Von den 240 von Schulden kriegen wir jetzt noch 192 von auf Teutonia zurück, was ziemlich praktisch ist. Dann können wir das hier direkt wieder investieren in Zeug, um das Doppelte vielleicht sogar wieder rauszuholen auf Germania. Und die letzten 48 von kriegen wir auch noch und somit ist der Kollege bei mir wieder schuldenfrei. Hier sind leckere Feuerschuhe auf dem Markt mit 2 KTP, 10 Crit, 10 Pfeilausweichen mit 6.7. schon drin für 80 Won. Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. 100 Won kriegen wir auf Germania locker flockig dafür, schätze ich mal. Und 6.7. können wir auch noch drehen. Ihr könnt mir alle sagen, was ihr wollt. Aber diese Hähnchenkeule ist geil. Sie ist einfach herrlich geil. Ich werde die für immer hier haben. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Keule beschreiben soll. Guckt euch das glänzende Hähnchenteil einfach mal an, Alter. Wenn ihr damit läuft, Alter, das ist noch eine Keule. Alter, ich bin fasziniert von der Hähnchenkeule. Das ist der Wahnsinn. Vor allem, wenn man damit schlägt, Alter. Das ist... Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur fasziniert. Der erste Gewinner hat sich nun gemeldet hier und dann gehen wir das Zeug auch erstmal raus. Und zwar hat der Kollege hier Ebis gewonnen, den MPP und das VMS. Glückwunsch nochmal dazu. Der zweite Gewinner ist nun auch da. Herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite. Und der dritte Gewinner kriegt sein Paket jetzt auch direkt. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich habe einfach was verkackt vorhin, der MPP gehörte gar nicht zu dem anderen Typen. Egal, jetzt kriegt der Kollege halt nochmal einen Won zusätzlich von meiner Tasche aus und nochmal 10 Segis. Das macht ein MPP plus 9 gleichwertig circa. Ich gebe 2 Leuten Gewinnspielauflösungen. Ich bin einfach so lost. Zaltilon hier neben mir hat das Giveaway gewonnen mit den 2 Won. Und ich habe den gerade eben eine Flamme, eine Pettbücherkiste und einen Won gegeben. Das war der Gewinner von dem anderen Giveaway. Ja, er war immerhin so ehrlich, hat mir das Ganze gesagt, hat mir die Flamme wiedergegeben und ich war dann so großzügig und habe ihm die Flamme wiedergegeben. Das heißt, er hat trotzdem 3 Won gekriegt, obwohl er nur 2 Won gewonnen hat und der andere kriegt dann trotzdem dasselbe. Das heißt, beide haben dasselbe gewonnen. Also nochmal danke für deine Ehrlichkeit und ich hoffe, dass es mehr Mitspieler wie dich gibt. Oh Mann, das ist schon ein echt schlechter Fact. Nein, die Dinger sind nicht 6,5 Won wert, passt darauf auf, die Dinger kosten gar nichts. Sie kosten im 200er Pack vielleicht 5 KK. Achtet darauf, fallt nicht darauf rein. Jetzt nutzt er leider schon meinen Namen. Und naja, ich kann dagegen halt nichts machen, leider. Erster Item abgeholt und es hat einfach instant geklappt. Sehr schön, der LPP plus 9. Ich glaube, der hat jetzt sogar 7 Bonis. Mal schauen, was wir drin haben. 40 MP. Ja, egal, Hauptsache ist fertig. Dann können wir den LPP hier jetzt austauschen. Okay, 2 Items, 2 direkt geklappt. Das ist wild. Titani plus 3 ist fertig. Mal schauen, was drin ist. Oh, es ist sogar fertig wieder. Läuft. Aber leider Gottes zu Crap. Okay, entweder ist irgendwas verbuggt oder ich weiß es nicht.
Ich bin gerade beim ersten Account und es haben drei hintereinander geklappt. Ich meine, ist cool, aber trotzdem, was ist los? Und das Schild hat Fertigkeitsschaden von Bossen minus 1%. Für ein Aura-Gewand-Titani ist das jetzt gerade optimal. Es fehlt halt nur noch AGO drinne. Anstatt ESO jetzt da AGO drinne, wäre es ein richtig, richtig geiles Titani gewesen. Also da kriege ich schon ein bisschen mehr von für, weil FKS-Bosse für ein Aura-Gewand sehr geil ist. So, ich hoffe, wir werden jetzt nicht bestraft, weil gerade so viel hintereinander fehlgeschlagen ist. Aber jetzt müsste der Eis-Titani fertig sein. 7 Sekunden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt müsste der Eis-Titani fertig sein. Wir wären eiskalt bestraft, weil so viel geklappt hat. Jetzt persönlich fühle ich mich noch mehr verarscht. 4 Items, 4 erfolgreich bei 20% und das eine einzige Item mit 70% Chance, was ich gerade abgeholt habe, schlägt Fail. Und das war das teuerste mit starker Ergänzung. Ich fühle mich verarscht. Entschuldigung, dass ich gerade Emotionen hier rauslasse. Aber es ist so. Egal, Titanie hat trotzdem geklappt. Wenn das jetzt 50er wert, bin ich zufrieden. Es hat Müll. Mann. Gerade eben eins fehlgeschlagen, das nächste darauf wieder geklappt. Sehr schöne HTK erfolgreich. Mal gucken, was wir da drin haben. Wir haben 5 MP. Egal, sie ist fertig. Ich kann sie auch wieder verkaufen. Es wird heute so viel fertig schon. 5 Items komplett fertig heute. Ich möchte einfach nicht mehr darüber reden. Irgendwie ist heute ein Glückstag, was 20% angeht. Ich glaube, den nächsten Tali, also wenn der gleich wieder fit steht, gebe ich den mit 20% ab. Aber mal schauen erstmal, was das Titani hier hat. Es hat Kraft des Windes 1 Sekunde, ist somit fertig. AGO hat er schon drin. Also ist schönes Auergewand Titani. Könnte man sogar fast so lassen. Hat man halt ein AW mehr. Wow. Lol. Auf jeden Fall werde ich das jetzt auch noch rübergeben und auch verkaufen. Ich will nichts mehr sagen, es hat schon wieder geklappt. Und es hat 500 TP. Was soll das? Das Spiel will mich gerade fertig machen. Habe ich vergessen zu erwähnen, die nächsten Ebis sind erfolgreich. Eine gerade wieder fehlgeschlagen, jetzt wieder erfolgreich. Die Ebis sind fertig und haben ein Blut noch gekriegt. Jetzt hat man tatsächlich mal eine längere Durststrecke wieder, aber in Titani ist mal wieder fertig geworden. Mal schauen, was es hat. 400 TP. Okay. Die Titani-Strähne setzt sich fort. Wieder ein Titani natürlich geklappt. Mal schauen, was das für ein Boni ist. Es ist erst ein zugefügter Boni. Leider Gottes Crap. Aber es ist fertig. Somit können wir es wieder verkaufen. Seelenlose Messer haben geklappt. Heute ist echt ein Glückstag, muss man einfach so sagen. Die haben 2 Gift. Von den Bonis her vielleicht nicht unbedingt der größte Glückstag. Natürlich ist ein Titani wieder das nächste, was klappt. Mal schauen, was dieses Titani dieses Mal hat. Es hat 450 TP und ist auch fertig. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Heute ist echt ein guter Tag, was 6.7. angeht. Aber das liegt natürlich nur daran, weil der Seon Hae hier meine schöne knusprige Hähnchenkeule riecht. An anderen Grund kann es natürlich nicht liegen. Es ist einfach so, Freunde hier. Dann schauen wir nach, was die Holzheizkette hat. Sie hat 5 Feuerwiderstand pro Sekunde. Es ist genau angepasst an diese Kette, muss man tatsächlich sagen. Es ist ein super Boni für die Kette. Ist eine geile Sache. Im Übrigen will ich einfach mal wissen, wie viel das Ganze überhaupt sich, wie das sich so auswirkt. Müssen wir hereintrutschen, einfach mal gucken bei Feuerwiderstand. Wo haben wir denn Feuerwiderstand? Hier. Wenn wir die jetzt anziehen, 10 Feuerwiderstand für 5 Sekunden nimmt man natürlich mit, wenn man einen ersten Pull macht. Eine sehr nice Kette, wenn man dann SD3 Farmer oder sonstiges fertig macht. Oh Gott, vergiss bitte gerade, was ich gesagt habe, Leute. Ich bin einfach lost. Die Kette selber hat doch 10 Feuerwiderstand. Ich müsste rein theoretisch erstmal ein Monster hauen, dass ich überhaupt sehe, was für ein Boni das ist. Wow. Einfach nur wow. Ein HTA plus 9 hat geklappt. Dann schauen wir mal nach, was das für Bonis hat. Ich bin gespannt. Es hat 10 MP. Das ist nicht gut. So, an dieser Stelle war es das dann auch mit dem Video. Ich hatte eine riesen Glücksstunde bei den 20%. Mein Eistali hole ich dann morgen ab, in der Hoffnung, dass er dann beim zweiten Boni auch noch klappt. Da habe ich jetzt mit 40% abgegeben, weil ich keine starken Ergänzungen mehr habe. Aber ansonsten war es das an dieser Stelle mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Lasst gerne ein Like, da würde mich freuen. Falls ihr Tiger Ghost Codes braucht, schreibt mich gerne auf Discord an. Dazu findet ihr einfach alles in der Beschreibung. Schaut einfach mal vorbei. Ansonsten haut rein, euer Simply. Ciao, Freunde.